Establishing Battlefield Control. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum 8. United Forum Podcast. Der erste hier im Februar des neuen Jahres 2012. Heute mit dabei Mof. Hallo. Freezy. Hallo. Und Kasi. Hallo. Also die Standardbesetzung heute. Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, ist der vor einer Woche erfolgte Release des Indie-Games Renegade X von den Totem Arts Studios. Das ist eine Fan-Entwicklergruppe sozusagen, die auf Basis der Unreal Engine 3 Unreal 3 Engine, Entschuldigung, ein Renegade-Nachfolger im Prinzip sich gebaut haben. Und darüber möchten wir heute sozusagen einfach mal reden. Ja. Was sind denn eure Erfahrungen? Also Renegade X gab es ja schon vor 2 Jahren mal in einer Multiplayer-Beta. Habt ihr die da gespielt? Ja. Ja. Und wie war's? Also ich fand's ziemlich cool. Also hat recht gut den Renegade-Flair eingefangen. Von damals habe ich auch das Original gespielt im Multiplayer und Singleplayer. Und der Multiplayer, die Multiplayer-Beta war eigentlich so wie damals. Plus halt noch umfangreicher und hat eine zeitgemäße Grafik. Naja, gut, umfangreicher war es meiner Meinung nach jetzt nicht, weil damals haben noch einige Dinge gefehlt. Also da waren noch nicht alle Einheiten freischaltbar. Aber im Großen und Ganzen war es schon wirklich gut also gemacht. Also ich dachte, es gab mehr Maps, oder? Und es gab auch, glaube ich, neue Einheiten, oder? Es gab damals, als wir das gespielt haben, gab es, glaube ich, 2 oder 3 Maps gerade mal. Also es war einmal Hourglass. Also die haben sehr neu interpretiert, sage ich mal. Die wurde ja da... Nee, es gab doch, Entschuldigung, es gab ein paar mehr Maps, ja. Aber nicht mehr als im Original. War Hourglass ist doch die mit dem Tunnel. Hourglass ist die mit dem großen Hügel in der Mitte, oder nicht? Wo das die Bäre im Vulkan liegt? Das mag sein. Ist egal. Fakt ist auf jeden Fall, es gab eine Map, die wurde neu interpretiert und die ist jetzt bei Nacht. Die wurden alle neu interpretiert, die Maps. Bei Nacht. Wie bei Nacht. Ja. Ja. Egal. Ja, also im Großen und Ganzen, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das hat sich nahtlos an Renegade angefügt. Also von der Spielmechanik her hat sich da nicht großartig was verändert und das finde ich auch gut, weil das hebt sich ja doch ein bisschen ab, weil es ja doch arcade-lastiger ist als jetzt so ein Call of Duty oder ein Battlefield. Von daher, also ich fand's gut. Ja. Wie fandet ihr ein Renegade an sich? Also bevor wir jetzt direkt dann einsteigen in die Singleplayer-Kampagne sozusagen. Also ihr habt ja Renegade gespielt. Wie fandet ihr denn den Multiplayer, den Singleplayer und generell so die Idee, ein Command Conquer-Spiel mal sozusagen von unten heraus zu spielen? Von unten heraus? Ja, ich fand's gut. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Und es war halt mal was anderes als immer nur von oben. So konnte man mal das Universum halt in seiner ganzen Pracht erleben. Welche Pracht? Ja, weil Renegade geht ja nun nicht gerade. Damals war die Grafik ja cooler, als es rauskam. Naja, es war als es rauskam. Nee, also es hat schon viel Spaß gemacht damals auch im Multiplayer, finde ich, aber es ist gerade eher ein LAN-Spiel, also für mich persönlich jetzt. Ich weiß nicht, aber so... auf einer LAN macht es halt wirklich viel Spaß, wenn du dann noch die Gegner fluchen hören kannst. Und so mit random Boons, sag ich mal, oder mit random Leuten würde ich das jetzt weniger spielen. Man muss das auch reinspringen. Das ist doch schon sehr tief. Das ist nicht bei vielen Spielen so. Ja, aber so bei dem Spiel war es aber extrem. Also ich habe ja nur die Beta gespielt, das Hauptspiel gar nicht. Und es war halt schon wahnsinnig schwer, den Leuten überhaupt beizubringen. Jetzt spart doch bitte mal auf Geld, dass wir gemeinsam mit den Flammentanzern losfahren können. Und das haben wir die meisten nicht verstanden. Da hat man gesagt, okay, jetzt mir auch alles egal, jetzt bin ich auf einen Sniper und stelle mich irgendwo hin und ärgere ein paar andere Leute. Ja, genau. Also Vögel, die dann meinten, sie müssen jetzt hier erstmal einen ganzen Arsch voll Einheiten bestellen, damit sie dann später Auswahl haben. Und kaum ist mal jemand vom Gegner in die Base gekommen, hat er sich mal ratzefatze einen Stealth-Tank geklaut. Du konntest es soweit ich nicht klauen, weil es gelockt war. Dass die Gegner sich immer mit der Hotwire rumgelaufen sind und aus ihren Panzern rausgesprungen sind, repariert haben und da konntest du alle wegschießen. Das war wunderschön. War halt einfach auch cool, mit den ganzen Aris rückwärts zu fahren. Und weil die waren ja gestern, glaube ich, hinten besser gepanzert, die Nordarti. Oder irgendeinen Vorteil hatte man jedenfalls, wenn man rückwärts gefahren ist.
Und ja, du hattest den Vorteil, dass du halt besser um Ecken und so schießen konntest, weil ja die Schnauze da nicht stimmt, gut. Übergeguckt hat. Auf jeden Fall hat man einen Vorteil, und wenn dann noch ein ganzer Arsch voll Ingenieure hinterher gelaufen ist, dann war man unstoppable. Was mich an Renegade gestört hat, ist, dass ich selten dazu kam, es wirklich Leute auf LAN oder Multiplayer zu spielen, weil man immer doch eine ganze Anzahl an Leuten brauchte, weil mit 4 Menschen brauchtest du auf diesen Maps irgendwie gar nicht anfangen, irgendwie. Und ich sag mal, so viele auch, Leute hat man dann meistens irgendwie, so ging es mir zumindest, nicht gefunden, die Renegade spielen wollten. Also ich würde sagen, wenn es zu viele werden auf den Renegade-Maps, dann wird es auch ein bisschen nervig. Mhm. Weil dann stehen ja so viele Panzer rum und dann kannst du eigentlich gar nichts mehr machen, dann kommst du nicht mehr nach vorne. Aber ich denke, mit 4 hat es eigentlich schon ausgereicht, also wenn die 4 zusammengespielt haben, natürlich. Ja, das denke ich auch, ja. Na, warte ich mal. Ich meine, dann ist es aber im Grunde das gleiche Problem wie bei Battlefield. Battlefield brauchst du auch nicht anfangen, wenn du 4 gegen 4 spielst. Also in den normalen Conquest-Modus. Im Allgemeinen die Maps auch zu groß, finde ich, für 4 Spieler. Ja, es gibt ja dann noch unterschiedliche Größen an Maps bei Battlefield. Ich glaube, bei Renegade gab es das nicht, aber ist auch egal. Da waren alle klein, oder? Ja, sie waren ziemlich klein. Wobei es gab ein paar Ausnahmen. Die Polygons sind ziemlich beschränkt, war, ne? Weil ich weiß. Ja, Maps. Deswegen sah auch alles so scheiße aus. Ja. Auf jeden Fall habt ihr die Renegade Singleplayer-Kampagne gespielt? Jawohl. Ja, doch. Ja. Kannst du ja nur mal kurz zusammenfassen, worum es da ging? Naja, es war so eine typische CNC-Story. Man selbst war halt das Kommando, was dann zu verschiedenen Missionen geschickt wurde. Und es waren halt viele verschiedene, so von Basis infiltrieren, bis auf irgendeiner Insel landen, dann den Strand da sozusagen befreien, wie in der Renegade X-Kampagne. Und später ging es dann darum, halt ebenfalls wie bei Renegade X, ein paar Wissenschaftler zu befreien. Ja, und letztendlich hat man sich dann auch in den Tempel von Nut aufgemacht und hat den infiltriert. Und das Ganze mal von innen gesehen, das war sehr cool. Man musste halt die Pläne eines verrückten Nut-Wissenschaftlers durchkreuzen, der halt die Supermutanten züchten wollte. Und ja, es gab halt auch ein paar coole Easter Eggs, wie zum Beispiel das Grab von Abel und sowas im Nut-Tempel. Also es war schon ganz lustig, so ein paar Sachen aus der Ego-Perspektive zu sehen. Ja, ich fand den auch ganz gut. Also, wobei ich aber mich an die Einzelheiten gar nicht mehr so genau erinnere. Also, es gibt wohl so ein paar Bruchstücke, an die ich mich erinnere, wie, dass man ja auch in das Grin-Schiff rein musste. Ja, so ein und UFO gab's auch zu sehen. Ja, es war halt eindeutig ein Grin-Schiff. Ja. Und ja, dann halt eben der finale Abschluss im Tempel. Ja. Aber ansonsten. Ist im Endeffekt ja auch 10 Jahre alter Spieler, wenn man sich da nicht mehr an alle Details erinnert, ist das, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Ja, in Renegade X auf jeden Fall gibt es dann die Storyline, die wird dann sozusagen weitererzählt, gibt keine wirklichen Anknüpfungspunkte zur Renegade-Story, soweit ich weiß. Na, weitererzählt wird die, glaube ich, nicht, oder? Nee. Ich weiß nicht, eine Alternative. Ich glaube, auf ihrer Homepage haben sie geschrieben, dass das dann nachspielt irgendwie. Naja, da waren irgendwie kaum Hinweise. Ja, die Frage ist, verdammt der Naht. Hat Havoc am Ende von Renegade sein Amt als Soldat niedergelegt? Irgendwas war doch, oder? Ja. Weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall dann der Anknüpfungspunkt. Ja, das war dann der Anknüpfungspunkt. Richtig, genau. Ja, auf jeden Fall wurden Dr. Ignazio Möbius, ja, und seine Tochter, entführt auf eine total gut geschützte Insel der Bruderschaft, verschleppt. Und es wird sozusagen verhindert, dass die GI mit Dr. Ignazio Möbius das Tiberium aufhalten kann. Und dementsprechend muss Nick Parker alias Havoc mit seiner Eliteeinheit sozusagen diese beiden Wissenschaftler aus den Klauen von Kane befreien. Das ist also sozusagen der Ansatzpunkt für Renegade X. Ja, am 28. Januar kam dann letzten Endes die Singleplayer-Kampagne. Circa eine Stunde an Spieldauer inklusive Cinematics raus. Ich war leider nicht da. Wie war denn der Launch? Waren die Server belastet? Konnte man gut ziehen? Anstrengend. Also die Server sind reihenweise abgekackt. Also es gab nur eine Handvoll eigentlich am Anfang.
Und es wurden auch mit der Zeit nicht wirklich viele mehr, erst als dann im UF ein netter User angefangen hat, das auf allen möglichen Host-Stellen hochzuladen. Ging das dann, aber das war schon ein, zwei Tage später, glaube ich. Also am Launch-Tag war es wirklich anstrengend, weil die paar, die da waren, sind wie gesagt reihenweise abgeschmiert. Und im Endeffekt war es dann nur noch einer und zwei Torrent-Links, wobei der eine Torrent, glaube ich, auch nicht mehr funktioniert hat. Dann ist noch Mega-Upload geladen. Ja, und dann der eine Torrent-Link, da gab es dann, wie gesagt, kaum Leute, die da wirklich gesiedet haben. Und daher ging das dann auch ab einem gewissen Punkt nur noch sehr quälend voran. Okay. Ja. Aber mittlerweile hat sich das beruhigt. Also ich bin ja gestern wieder gekommen, gestern das Spiel gezogen, das ging eigentlich alles ruckzuck. Ja, klar. Das ist halt der Hype am Anfang gewesen. Und diejenigen, die es wollten, ich denke, die haben größtenteils an dem Tag gesaugt. Ja. Ja, du sagst schon, der Hype, also ich habe auch das mal verfolgt, bei Giga zum Beispiel gab es da einen Beitrag zu Renegade X, bei einigen anderen Presseseiten hier, Chip, gab es glaube ich auch einen News dazu. Da gab es auch einen Download bei Chip und der hat wahnsinnig viele Downloads eben. Ja, also das ist schon, sag ich mal, in der Öffentlichkeit gut angekommen, dass da ein größeres Projekt sozusagen am Start ist. Ja, wie hat euch denn das Spiel an sich gefallen, um jetzt mal direkt darauf zu sprechen zu kommen? Also, es gibt ja, wir haben ja einen Feedback-Thread im United Forum. Da hat ja der eine oder andere von euch schon was geschrieben, aber nochmal aus eurem Mund sozusagen. Wie fandet ihr das jetzt insgesamt? Ihr habt ja die Kampagne gespielt. Also ich fand, die ersten Missionen waren ein bisschen arg hart gescriptet. Ich habe die am ersten Durchgang einfach falsch gespielt. Ich habe gedacht, so, okay, Missionsziel ist erstmal völlig egal, du läufst ein bisschen rum und machst es kaputt. Und dann bin ich rechts rumgerannt, habe erstmal alle Notsoldaten gekillt und dann habe ich mich umgeguckt, so, ja, was muss ich eigentlich machen? Und bin irgendwann erkannt, dass dann oben steht, was für ein Missionsziel man hat. Und dann bin ich halt zu dem ersten Geschützturm hingelaufen, der bei mir in der Nähe war und da habe ich halt nichts gesehen, also war gar nichts. Dann ein paar Mal mit dem Flammenwerfer draufgehalten, Raketenwerfer und ist nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, die anderen beiden Türme haben so ein Feld, wo man C4 anbringen kann. Und ich hätte andersrum durchlaufen müssen. Und dann jedes Mal, wenn ich schon einen der Türme gekillt habe, kam auf einmal wieder aus dem Nichts Unmengen an Notsoldaten. Also ich fand es ein bisschen hart gescriptet irgendwie. Ja, das glaube ich, ging mir auch so. Ich bin erst in der Mitte hochgelatscht. Dann bin ich von hinten rum, ganz nach links, wo man ja eigentlich langlaufen sollte. Und dann haben die Skripts das ausgelöst. Das war etwas merkwürdig. Soll man wirklich links rumlaufen? Ich glaube schon, da war so ein Weg. Ja, da war eine lange Rampe. Also ich bin auch links hoch. Ach so, nee. Ich habe eigentlich, keine Ahnung, möglichst alles wegschnetzeln. Ich bin einfach in der Mitte hoch auch, ja. Weiß nicht. So diese Bunker aufräumen war einfach schön. Das ist nicht so der Taktiker, oder? Also ich bin auch zuerst im ersten Boden gelaufen und hab durchs Sichtfenster geschossen und dann Start gemacht. Ich meine, das ist halt Renegade, das ist ein Arcade-Shooter und da... Richtig, nix mit Taktik. Naja, ein bisschen... Ja, im Multiplayer vielleicht, aber hier Singleplayer... Also ich bin schon in Deckung gegangen. Nee, Deckung ist echt nicht... Ja, so am Anfang ein bisschen. Okay, ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe am Anfang die Hotkeys umgestellt, ich habe gedacht, okay, geht ein bisschen besser und am Ladescreen habe ich schon gemerkt, okay, war nicht so gut. Dann heißt okay, drücken Sie F-Taste, um an sich zu wechseln. Nicht so, ja, aber ich habe den Key geändert. Welche Taste muss ich jetzt benutzen? Das war ein bisschen ungeschickt. War hardcoded der Text. Ich habe die Konfiguration nicht geändert. Ja, ich habe sie auch ein bisschen geändert. Aber nein. Ja, nichts geändert. Siehst du irgendwie, man kann auch nicht Grafik und so alles umstellen. Ja, aber eine Optionslücke gab es ja. Aber nicht alles. Achso. Und Sound konnte man gar nicht einstellen, deswegen ist dann erstmal souverän das Trommelfell rausgeblasen hat beim ersten Mal. Und dann verzweifelt versucht habe, irgendwas umzuklicken. Du kannst in Windows 7 ja direkt anwendungsbezogen den Ton regulieren. Ich habe einfach generell den Ton für das Durchspielen runtergedreht. Ja, ich habe einfach das Rädchen an meiner Anlage runtergedreht, dass es leiser ist. Also. Ihr seid aber keine guten Nerds. Mann. Not. Aus der Not heraus irgendwie reagieren. Ja. Und, ja, wie hat es euch denn so gefallen? Also ich meine, da haben wir schon ein bisschen jetzt eingestiegen sozusagen.
Es gab ja schon teilweise doch von einigen Leuten im Forum recht heftige Kritik. Gerade gegenüber dem größten Kritikpunkt, den ich allerdings auch habe, ist der KI. Welchen Eindruck habt ihr da gewonnen? Ja, mei, die KI, die war scheiße, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es stört mich jetzt nicht so arg sonderlich, weil es ist halt einfach irgendwo ein Fanprojekt, das als Hauptziel den Multiplayer hat. Und der Singleplayer ist halt einfach nice to have. Und er hat schon auch irgendwo, er hat halt Spaß gemacht, die Zeit, die er gedauert hat, wenn man über die ein oder andere Unzulänglichkeit hinwegsieht. Klar ist es nervig, wenn man jetzt irgendwie aus der Map rausfährt und halt völlig für einen selbst unersichtlich, warum man jetzt aus der Map rausfährt und dann nur gerade mal 5 Sekunden hat, um zu reagieren. Also da bin ich auch das erste Mal gestorben. Also dann plötzlich 5 Sekunden, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, tot. Ja, ich wollte auch vorgreifen. Die Mission einfach, bin dann in der ersten Mission dann zu diesem Aussichtsturm gelaufen. Das waren so 5, 4, 3, 2, was, mhm. was, was. Aber am schlimmsten war es dann mit der Mammutmission. Da habe ich dann links unten ein paar Nordpanzer gesehen, habe gedacht, okay, jetzt fährt einfach durch den Wald durch. Ja. Das habe ich auch gemacht. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Das habe ich auch gemacht. Und wo man diese Reihe halten sollte mit einem Medium Tank. Da bin ich auch weiter vorgefahren. Dann, oh, oh. Und dann kam mir just in diesem Moment so ein Buggy an mir vorbeigerast, hat sich hinter meinem Panzer gestellt und ich kam nicht mehr zurück. Ja, die Suicide-Buggies waren sowieso auch etwas nervig teilweise. Ja, aber ich muss auch sagen, mir war die KI jetzt eigentlich auch relativ egal. Ich habe da jetzt nicht großartiges erwartet. Okay, ich habe schon lange keinen Shooter mehr gespielt. Für mich ist einfach alles okay, es kommen Massen an Gegnern und ich schnell sind mal weg. Ob die sich jetzt besonders intelligent verhalten oder nicht, ist mal hingestellt. Das sind Anhänger-Games. Bei den Fahrzeugen war es halt ein bisschen arg nervig. Ja. Ich muss sagen, mein Eindruck vom Spiel war halt, es war so ein bisschen Licht und Schatten. Zum einen gab es halt viele Sachen, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Das Character Design zum Teil war echt gut, teilweise aber auch ziemlich merkwürdig. Dann halt so Sachen wie das Bauchgerede, ja, in den Missionsbriefings. Dann dieses extrem krass beschissene Kantenglättungsfehlen. In den Videos zum Teil. Die Vertonung war manchmal viel zu leise, aber ich muss im Groben und Ganzen sagen, wenn man jetzt mal so Noten verteilt, die Regie an sich für das Spiel und wie die Kampagne so durchgeführt wird, mit den wie die sich das gedacht haben, sozusagen die Geschichte zu erzählen, muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall noch eine 1 geben, weil das an sich vom Grundgedanken her war es echt gut. Im Detail waren dann ab und zu halt wirklich kleine oder größere Schnitzer, die mich jetzt aber dadurch, dass es ein Fanprojekt ist, auch nicht großartig außer Bahn werfen im Urteil. Also man muss ehrlich sagen, dass ich vor dem Gesamtprojekt den Hut ziehe, weil allein das Map-Design zum Beispiel fand ich ziemlich gut, grundsätzlich. Dann, dass sie sich so einige Szenen, wenn man diese Cinematics sich ansieht, aus Hollywood, würde ich jetzt fast sagen, geklaut hat. Dass zum Beispiel Großaufnahmen in bestimmten dramatischen Szenen eingesetzt werden, etc. Ja. Ja, es kommt halt sicherlich auch darauf an, wie man das Spiel jetzt begutachtet, also aus welcher Perspektive. Wenn man es halt jetzt nur so als Mod-Projekt sieht, dann ist es natürlich exzellent sozusagen, weil das ist ja schon recht gut für einen Mod. Aber wenn man es halt jetzt als eigenständiges Spiel sieht, ist es, wäre es auf jeden Fall kein Vollpreistitel, das ist klar. Da müsste man natürlich dann ein paar Abstriche in der Wertung machen. Andererseits, wo wir bei Mods sind, also nur weil es eine Mod alleine ist, heißt es ja noch nicht, dass es unbedingt jetzt schlecht sein muss. Zum Beispiel gab es ja für Oblivion die Mod Nerim. Die war ja schon ziemlich professionell gemacht. Das hätte auch ein Vollpreistitel sein können. In der Hinsicht war ich ein bisschen enttäuscht, dass Renegade X jetzt nicht so an den Umfang oder an die Qualität rankommt. Ja, gut, haben gesagt, das ist nur ein Sneak Peek sozusagen. Ja, das in der Kampagne. War ja auch stand ja dran Singleplayer-Demo. Es war anscheinend wirklich halt nur eine Demo für die, wie man so spielt und so. In der Hinsicht war es eigentlich schon ganz gut. Aber jetzt ein paar Sachen, die wir zum Beispiel nicht gefallen haben, ist diese Aufgliederung in die Objectives. Das fand ich doof. Also ein Ziel, da vielleicht nur 3 Minuten ging, dann schon wieder der Ladescreen kam, man warten musste, dann wieder ein dummes Intro kam und es gab halt keine Speichermöglichkeit. Wenn man verreckt ist, musste man sich jedes Mal wieder das Gelaber anhören der Charaktere.
Es gab manche Autospeicherpunkte, wo dann das Klaber weg war. Ja. Okay. Anscheinend nicht in den Missionen, wo ich verreckt bin. Weil du bei den leichtesten gestorben bist. Naja, Ja, aber ich muss sagen, die Story hat sich teilweise so ein bisschen wie ein Tutorial angefühlt. Also, wie viele schon gesagt hatten, in der Demo, dass halt alles mal gezeigt wird, was man so machen kann. Dass man hier mal die verschiedenen Panzer durchgetestet bekommt und damit auch durch die Gegend fahren muss. Und dann hat ganz am Ende hat mir auch eine andere Waffe in die Hand gedrückt bekommen, wo man auch selber wechseln konnte. Aber ich fand es eigentlich von dem her schon recht gut. Und was ich halt ein ganz, ganz großer Pluspunkt finde, ist, dass wirklich das Gefühl von Renegade gut rübergebracht haben. Also wie es damals war, halt als Arcade-Shooter, der so ein lockerer Fun ist, das fand ich eigentlich, kam sehr, sehr gut rüber. Ja, fand ich auch gut. Und mir hat vor allen Dingen die Ionenkanone sehr gefallen. So Ja, das die war so ein Highlight, würde ich bisschen, sagen. ja, so eine Mischung aus verschiedenen Superwaffen, irgendwie aus der Ra-3, Vakuumbombe und war ja eigentlich mehr die CNC-3 Ionenkanone als eine andere. Ja, das war auf jeden Fall gut. Was Ja, ich also halt. die Szene, wo die Panzer in die Luft fliegen, das war schon richtig gut. Was ich halt ein bisschen schade fand, die haben sich viel von dem guten Eindruck, den man so. Sag ich mal jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich reagiert habe, als ich das Spiel gestartet habe, ja, ich habe ja nun gewusst, dass ich nicht gleich Escape drücken darf, wegen dem Intro. Wo sie sich halt für mich viel vom ersten guten Ersteindruck versaut haben, waren so halt ganz klitzekleine Fehler, ja, die eigentlich überhaupt nicht stören, aber die halt gerade doch einem zu denken geben und man sich denkt, naja, da hätten sie mal noch die eine Minute mehr investieren sollen. Zum Beispiel, dass irgendwelche Cursor im Menü unter den Dropdowns verschwinden oder dass das Soundmenü gar nicht geht, etc. Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob die nicht mit einem Tag mehr Entwicklungszeit einfach abzustellen gewesen wären. Ja, ist die Frage, ob das jetzt von dem Spiel abhängt oder ob es eher von der Engine selber ist. Ist halt, macht halt den Eindruck halt schlecht. Das ist wie wenn irgendjemand zu einem Vorstellungsgespräch kommt, irgendwie mit ungekämmten Haaren, ja, keine Ahnung, ne? Die 2 Minuten hätte halt auch noch investieren können. Irgendwie, finde Also ich. ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass das Optionenmenü, dass da ein Cursor jetzt über oder unter einem Dropdown ist, ist mir nicht. Das ist mir relativ egal. Ich meine, Ja. ich stelle mir einmal ein, dann ist vorbei. Ja, das stimmt. Ja, es Das sind ist halt, weiß ich nicht, klar, es sind sind halt Feinheiten. Kleinigkeiten irgendwie. Also da hat mich das Intro an sich schon mehr gestört. Also das fand ich nicht ganz so prickelnd. Also vielleicht, wie jemand, der Renegade gespielt hat und der jemand, der mehr in dem ganzen Conker-Lore drin ist, ist vielleicht ganz toll gewesen, aber ich fand das irgendwie. Auch mit der musikalischen Untermalung war das überhaupt nicht mein Fall. Also ich bin ja in der Lore drin, ich fand's auch nicht gut. Vor allem, weil die Musik halt auch nicht dazu gepasst hat. Das war halt immer nur ein Null. Track, der einfach nur durchgetunnelt hat. Ja. Der hat halt irgendwie diesen Badass Nick Havoc überhaupt nicht unterstrichen. Ein paar Stimmen waren noch ziemlich blöd gewählt, glaube ich. Ich frage mich auch, warum die sein Charakterdesign geändert haben. Also wurde ja auch im Forum angesprochen, dass er anders aussieht. Ja, ich fand Ja. es ja so generell, dass die Charaktere, also dass viele eigentlich grundsätzlich die Charaktere eigentlich zu glatt wirkten. Irgendwie zu glatt, zu sauber. Sie haben sich irgendwie teilweise nicht so wirklich ins Gesamtbild eingefügt. Weil, wie gesagt, waren halt irgendwie sehr sauber. Fand ich eigentlich eher nicht so schlimm. Ich fand das eigentlich eher gut, die Charaktere. Ja, Charakterdesign. sie waren auf jeden Fall nicht schlecht designt, aber irgendwie sie haben ein bisschen zu glatt gewirkt. Naja, gut, sie suchen ja noch einen Character Artist. Ich bin gerade auf der Website, ne? Also, wenn Hm. ihr wisst, wie es besser geht, bewerbt euch: renegade-x.com. Ja, ich kann nur gut Kritik äußern, ne? Umsetzen machen dann andere. Ja. Also, davon gibt es aber genug Leute, die es können, also Kritik üben. Ja, ich weiß, deswegen brauche ich mich nicht bewerben. Sollten alle als Kritiker in den Credits aufgenommen werden. Mindestens. Ja, ich sag mal, im Endeffekt war ja diese Singleplayer-Kampagne sozusagen nur der Vorbote auf das, was jetzt demnächst kommen soll, ja. Der große Multiplayer-Beta-Test im Standalone-Paket, die Multiplayer-Beta, die davor aktiv Ein war. Beta-Test ist es doch da nicht, oder? Doch, 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 da kommt noch eine Beta erst, soweit ich das Okay. gesehen Gut habe. so. Die Beta, die davor jetzt am Start war, hat ja noch eine Installation von Unreal Tournament 3 vorausgesetzt.
Und dann gibt es halt sozusagen auch den Multiplayer als Standalone demnächst. Da werkeln die Jungs gerade schon heftig dran. Welche Erwartungen habt ihr denn an diesen Multiplayer? Meint ihr, das kann ein Dauerbrenner werden oder glaubt ihr da eher nicht dran? Doch, ich denke schon, eigentlich war schon die Beta für UT3 ziemlich gut. Das Problem war halt nur, dass es UT3 vorausgesetzt hat. Dadurch hat es irgendwie die Spielerzahl minimiert. Aber vom Gameplay her erwarte ich natürlich mindestens das, was ich da geboten bekommen habe. Ich hoffe, dass sie da nicht irgendwelche Probleme haben mit dem Fakt, dass es Standalone ist jetzt. Und wenn es mindestens so gut wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Dauerbrenner wird. Auf jeden Fall, das Gameplay ist halt recht zeitlos, finde ich. Beziehungsweise auch mal was Erfrischendes in der heutigen Shooter-Welt. Ja, gerade dieser CT-Modus ist ja nicht so verbreitet. Ich sag mal, normalerweise kennt man ja in den Shootern eigentlich nur CTF, Deathmatch und die üblichen Sachen, ne? Und der so ein klassischer CT-Modus fehlt. Ja, das ist schon auf jeden Fall gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich der Dauerbrenner wird. Ich schätze mal, ganz am Anfang wird es sehr aktiv sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn er wirklich gut umgesetzt wird und dem Original nichts nachsteht, dass dann die noch, soweit sie noch da ist, die existierende Renegade-Community darauf umsteigen wird. Einfach auch, weil es sicherlich früher oder später eine Sache der Kompatibilität ist vom PC der neueren Generation mit dem alten Spiel. Und weil es halt logischerweise umsonst zu haben ist. Aber ich denke jetzt, dass sich auf Dauer das durchsetzt, das halte ich für sehr schwer, dass das wirklich passiert. Na, was heißt durchsetzen? Es wird vielleicht ein paar neue Anhänger geben, aber im Großen und Ganzen wird es bei denen bleiben, die es jetzt aktiv spielen, plus ein paar weitere, die es vielleicht schon länger mal vorhatten, aber einfach die Grafik abgeschreckt hat. Also wir müssen ja nur ein Jahr rumkriegen, nicht wahr? Dann kommt ja das tolle, große, neue, bessere, unvergleichliche. Das ist die Frage, ob es die gleiche Zielgruppe ist, also die Shooter-Jungs mit den ATS-Jungs. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist tatsächlich ziemlich groß, weil ich glaube, dass Renegade X eher auf CNC-Spieler als auf klassische Shooter-Spieler anvisiert. Ja, ich denke, die Schnittmenge ist groß, ja. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich an sich die gleiche Zielgruppe ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Dackel zum Beispiel jetzt Renegade spielen würde. Also exzessiv. Das kann nur er beantworten. Also ich würde jetzt sagen, okay, wir haben jetzt noch so viele aktive Command & Conquer Clans, die werden alle Renegade anzocken, aber naja, ja, es gibt keine so vielen aktiven Command & Conquer Clans mehr. Genau, also wir müssen alle zu SODSW. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie aktive Renegade-Community, wie groß die ist. Also habe ich auch überhaupt keinen Überblick. Also, wir hatten dann versucht, bei uns im Forum ganz aktive zu machen und die Deutschen irgendwie zu gewinnen. Mit einem sehr aktiven Moderator, aber hat auch nicht so durchschlagenden Erfolg gehabt. Ja, vielleicht gibt es ja die Wiedergeburt mit Renegade X. Man weiß ja nicht. Schön wäre es auf jeden Fall. Ja, was habe ich mir noch auf dem Zettel? Ach ja, Mobi, wie fandst du es denn, dass man kein Messer einsetzen kann? Also es kommt drauf an, wenn es halb eingesetzt ist, dann ist es scheiße. Also wenn, dann muss es schon ein Messer sein. Ja. Also ihr wisst schon, wie bei Crocodile Dundee. Ja, das ist doch kein Messer, das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Vielleicht kann man sich dann noch einen Donk holen, ne? Könnt ihr euch denn vorstellen, dass EA, ich sag mal, wir alle kennen ja die Geschichte der letzten Jahre, wo ein CNC-Shooter namens Tiberium eingestellt wurde, wo ein Renegade 2, das im Red Alert-Universum mal spielen sollte und kurz nach Renegade irgendwann entwickelt wurde, eingestellt wurde. Könnt ihr euch vorstellen, dass nach Renegade 1 sozusagen nochmal ein CNC-Shooter irgendwann in den nächsten Jahren mal auf uns zukommt? Also ich denke schon, dass das früher oder später. Also jetzt wird wahrscheinlich mit Generals 2 erstmal versucht, die Marke CNC wieder zu rebooten, sage ich mal, zu neuer Stärke aufsteigen zu lassen. Und ich denke, wenn dann auch gleichzeitig noch so ein Renegade X als Mod-Projekt viel Erfolg hat, dann stehen die Chancen, glaube ich, nicht schlecht, dass irgendwann mal so ein Tiberium vielleicht doch nochmal, dass man sich dann nochmal neu hinsetzt und sagt, so, wir bauen das jetzt mal anständig. Ja, ich denke, es hängt wesentlich davon ab,
ob sie denken, damit Geld verdienen zu können. Ja, Also wenn Renegade X jetzt nicht wahnsinnig einschlägt, dann also ja, sehe ich da wenig Chance. Das Ding ist, sie hätten ja auf jeden Fall die Kapazitäten bei EA, nicht wahr, um einen Shooter zu entwickeln. Ich meine, die haben genug Entwicklungsteams, die an sowas dranhängen. Wenn man sich allein DICE zum Beispiel ansieht oder wenn man sich zum Beispiel eben das Medal of Honor Entwicklungsteam für den Singleplayer ansieht. Oder halt BioWare, die sozusagen für die Story-Parte stehen könnten, ja. Gibt's, glaube ich, genug Ansatzpunkte, wo EA wirklich ein tolles C&C-Shooter-Spiel basteln könnte. Ja, die Kapazitäten haben sie und auch die Engine haben sie auch. Ich glaube, also ich meine, die haben die Cry-Engine, die haben die Frostbite 2 und ich glaube, die Unreal Engine 3 haben sie auch lizenziert. Also von daher, da sehe ich da keine Probleme. Halt, wie auch Mo schon gesagt hat, die Frage, was denken die Manager, lässt sie damit Geld verdienen oder nicht? Ja, ich meine, EA hat so viele Marken in einer Schublade, die sie rausholen können, wo sie auch die Kapazitäten für haben. Ich meine, Dungeon Keeper, ja, können sie auch ein neues bringen. Wie gesagt, das kommt darauf an, ob sie denken, wie verdienen sie Geld. Und wenn sie jetzt sehen, dass Renegade X, also wenn es ein großer Erfolg wird, dann bin ich ganz sicher, es kommt eins. Ja. Meint ihr nicht, dass vielleicht eher General 2 der Gradmesser wird, darüber, ob man mit Command Conquer noch Geld verdienen kann? Ja, wie gesagt, beides, denke ich, ist der Fall. Wenn Generals 2 gut einschlägt, was es wahrscheinlich auch wird, also ich gehe davon aus, und Renegade X halt dann, wie gesagt, auch gut einschlägt, dann beides. Also es muss beides passen. Also wenn er jetzt nur General 2 einschlägt, dann ist halt das nächste Spiel, was kommt da wieder in RTS, ganz klar, in Command Conquer. Und ob sie jetzt so früh schon einen Shooter rausbringen im Universum, ist ein bisschen fraglich. Aber der nächste Gradmesser, ob man mit Command Conquer noch Geld verdienen kann, ist sowieso das Browser-Spiel. Na, das glaube ich weniger. Das ist, das würde ich irgendwie separat sehen. Ja, also es kann eigentlich sicher als wunderbarer Test, weil was man den Leuten alles antun kann. Das ist in, richtig, ja. Sachen Paid Content für Generals 2. Wir können ja auch ein Freemium MMO C&C uns bauen. Mhm. Ja, fang mal an. Ja, also mit BioWare ist es ja definitiv im richtigen Haus jetzt. Ja. Okay. Ja. Das war's eigentlich auch schon. Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nein. Nee. Nein. Alles gesagt. Wir wollten noch mal auf das Messerset zu sprechen kommen, Karl. Ja. Sag dir, halb eingesetzte Messer sind scheiße. Ja, erzähl doch mal, worauf muss man denn achten? Das scheint übrigens nicht raus. Hä? Ja, das will ich hoffen. Ja, auf jeden Fall sollte das Messer ganz eingesetzt sein. Also, was ist ganz eingesetzt? Klinge und Grip sollten zusammen sein. Ja. Und, ja, dann würde ich auch darauf achten, dass das Ding kein Billigmesser ist. Also ich könnte hier jetzt Werbung für bestimmte Marken machen, aber ich glaube, das wäre unangebracht. Ja. Okay. Können wir dann privat abklären. Also ich sag mal so, solange du keine Bremen kriegst, musst du da nichts Werbung machen. Also weil dann... Stimmt, ich krieg keine Bremen, leider. Ja, dann ist es wurscht, gell? Ja. Na, dann kannst du gleich die IKEA-Messer anbereiten. Die tollen IKEA-Messer, ja, im 10er-Block für einen 10er. Ah, mit der gleichen Klinge. Köttbullar, gerade dazu. Und dann geht's los. Ja. Ja, vielleicht musst du noch sagen, warum du das überhaupt wissen willst, Mobi. Ach so, ja, ich, nee, mach ich nicht. Ja, Mobi ist ein Serienkiller eigentlich und... Richtig, ja, aller Dexter. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen nochmal schöne 2 Wochen. Ich denke mal, dann hören wir uns wieder. Dann bestimmt mal vielleicht wieder zum Browser-Game oder so. Mal gucken, ob die bis dahin die NDA liften. Wäre auf jeden Fall toll. Mhm. Ja, von daher, bis denn. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Mission accomplished. Battle Control offline.